Servus, Freunde. Erst einmal muss ich euch vorstellen, die Amelie kennt ja jeder wahrscheinlich. Ne? Der Marvin ist neu. Und der ist ein Anhänger geblieben, der Olli, garantiert. Ja. Ihr habt unter die Videos immer wegen drunter geschrieben, ihr wollt ja mal in unsere Waffenschränke reinschauen. Und das machen wir jetzt heute. Wir fangen jetzt mal an mit Büchsen, fangen wir an, oder? Ist da eine Besetzung? Hätten wir? Ich bin gern gekommen. So, jetzt wie viel Freunde sind, haben wir doch noch nicht fertig. Anna, du schaust, dass du nicht genau vor die Läufe stehst beim Filmen. Ne? Sind zwar alle offen, also wir haben es, wie viele Augen haben wir? Ein 8-Augen-Prinzip, alle kontrolliert, dass da wirklich nichts passieren kann. Sind auch alle Schlösser offen, wenn sie da liegen. Wir haben jetzt mal angefangen, wir haben mal 3 Repetiere hergelegt. Anfangen tun wir mal von vorne halt. Ne? Das ist ja eigentlich quasi, ist das ein Schmuckstück. Das ist Handarbeit. Das Schloss ist, haha, vom persischen 98, habe ich das richtig im Ding, ja. Der Lauf ist Handarbeit. Ja. Dann hast du noch Besonderheit dabei. Der hat einen Handspanner. Also so ist er entspannt. Da kannst du noch, das ist er gespannt. Und zusätzlich hat er noch die 98er Flügelsicherung da oben. Also das ist schon cool gemacht, hätte ich gesagt. Ein Glas ist drauf. Was wird's dafür? Machen wir wieder auf. Schaut auf jeden Fall sexy aus, wenn man jetzt da über den Schaft mal so drüber filmt. Ne, Achtkantlauf, ich meine, das ist ein wenig eine Besonderheit. Hat das vom Schussverhalten was so, Marvin, da bist du der bayerische Baggen. Cooles Gerät. Also wir machen jetzt mit dem 98er da weiter. Das ist ein alter 98er, das ist ja ganz einfach robust. Den kannst du nicht kaputt machen, ich glaube, oder? Da kannst du nichts kaputt machen. Also, das ist ein uraltes Gewehr. Der fällt nicht auseinander, aber schau mal. Siehst du das? Also für die Drückjagd ist der nichts. Ne? Das ist normal, das muss wackeln. Wenn das nicht wackelt, dann passt was nicht. Ich weiß, dass das Ding Baujahr 43 ist. Steht nämlich da drauf. Irgendwo habe ich es vorhin nämlich mal gelesen, dass jetzt ein neues Glas drauf kommen. Ich glaube, da kann man anständig mit jagen. Der schießt. Warum ist jetzt der Lauf noch von der Verjüngung? Und warum ist jetzt der Lauf verjüngt? Da müssen wir jetzt, ob das, ich weiß es nicht. Vom Militärschaft her noch. Das ist ein Lauf vom Militär quasi, beziehungsweise das ganze System. Da war der Schaft dann so, dass es verjüngt haben müssen oder was nach vorne? Das weiß ich jetzt. Die waren nicht. Relativ weit vorgeschäftet, die alten 98. Die waren bis relativ weit vorne. Also, ja. Da war das wahrscheinlich nur vorne raus. Genau. Und da hast du dann das Bajonett drunter gehabt wahrscheinlich. Ja. Ne? Dass da vielleicht nochmal den Platz gebraucht hat. Ja. Hat er jetzt nicht mehr, da ist eine Yachtschaft noch gebaut worden. Also ich finde ihn sexy, kann man sagen, was man will. Mhm. Ne, der hat eine Backen dort. Wie heißt denn die Backen? Das ist die deutsche. Deutsche Backen. Deutsche. Ja. Stecher hat er kann. Der ist ja männlich, der schmiert auch nicht, dass der nicht mehr aussieht. Wir haben gar keinen Stutzen da, oder? Wir haben Stutzen, haben wir kann. Das finde ich am schönsten eigentlich. Stutzen finde ich auch geil, aber wenn man nicht leist. Ja, aber sau. Ey, wenn einer einen Stutzen da haben wir für günstig Geld. Ne? Der arme Junge, ich Olli, brauche ja einen Stutzen. Ja, ansonsten, was hast du für Vorteile? Das Ding ist halt einfach robust. Der ist robust, der ist im Krieg gewesen, den kannst du nicht kaputt machen. Was ich immer wenn ich scheiße finde, dass es hier relativ eng ist. Der ist schlecht auch am Glas an, das sieht man. Ja. Da hat das Glas irgendwo hat's Macken. Aber das ist einfach 98er, ne? Das ist einfach so. Das ist halt einfach, ich weil er halt das Spiel hat. Ne? Das hast du da nicht mehr. Ja. Du kannst mit Sicherheit, wenn es nicht passt, den Kammerstängel ein bisschen kröpfen. Wenn die umgebaut werden, wird der Kammerstängel da oft abgenommen und gerade hinten machen. Also so wie der ausschaut, ist auch gekürzt worden. Mhm. Und wenn du kannst, ein bisschen könntest du nur rum, dann kriege ich es nach oben ein wenig später, weil es geht jetzt bei dem gerade so. Aber wenn es ja, nochmal auf den Lauf zurück, wenn es einer besser weiß, kann es ja gerne mal. Ja genau, sagen, wenn einer weiß, wieso ne? Dass das so ist. Weil das finde ich schon interessant. Interessant Ding ist weil jetzt werden ja die Läufe eigentlich immer dicker, ne? Welche Schalldämpfer und was der Geier da ist. Ja, Wiederholgenauigkeit. Geradezu repetiere mit Plastikschaft. Das ist nämlich schon geil. Ne? Ja, das es gibt halt nämlich auch geradezu repetiere. Da fährt es nach hinten raus. Ne? Richtig, gibt es auch. Hast halt nichts, was aufs Auge zu repetiert. Also aber mit Handspanner. Relativ. Wie geht denn das Ding? Handspanner, ja. Aber du musst ihn auch nicht spannen, um sie zu öffnen. Ach, weil sie leer ist. Ja, nee. Das ist der Handspanner, der verriegelt dann. Lass mich mal schön rüber. Geh mal rüber. Sind wir uns sicher, dass der Andi das wirklich präsentiert? Du kannst da unspannt öffnen, leicht nach vorne drücken.
Ja. Okay. Dann kannst du nämlich sicher entladen. Kannst du natürlich auch spannend öffnen. Ich habe mir jetzt nicht so noch lange getraut. Was gibt es noch dazu zu sagen? Naja, ja, der Schaft. Doch, der Schaft. Mit Eingriff von oben. Und verstellbare Backen. Verstellbare Backen, ja. Weil das ist nämlich schon. Und dann haben wir hier mal einen Schalldämpfer drauf. Da hast du einen Schalldämpfer drauf. Also da bist du jetzt quasi vom Baujahr 43 auf so ungefähr das Neueste, was man sich so kaufen kann. Das sind wir jetzt da gesprungen. War das noch irgendein Stecher oder irgendwie sowas? Nein, oder? Das ist Direktabzug. Direktabzug. Weißt du, was der Abzugsgewicht? Das weiß ich nicht auswendig. Aber die haben alles um die 400-500 Gramm wahrscheinlich, ne? Ja. Ich schätze mal, der 98 hat so 1,5 Kilo oder was? Mit Sicherheit, den kannst du bald dran aufhängen. Das ist auch ein Druckpunktabzug, ne? Das ist kein Direktabzug bei dem alten Ding. Ist halt schön für die Drückjagd, ne? Wenn da draußen bist bei Schnee und Wetter, ne? Da musst du nicht ewig lang trocknen, da wischst du mal drüber. Fertig. Auf Drückjagd ist Plastik schafft sowieso, ja. Wenn du dann auf den Drückjagd Bock bei Scheißwetter. Absolut. Also da kriege ich dann immer wegen Bauchweh, ne? Ja. Schön ist nicht, aber selten, ne? Richtig. Ich bin jetzt nicht so der Plastikschaft-Fan. Na, das ist Geschmackssache. Ja. Aber er hat seine Vorteile, das steht mal fest. Ja. Ja. Geschmackssache, hat der Affe gesagt, ne? Und bis in die Seife. dass wir den auch dabei haben. Ich finde es ja auch gar nicht so leicht, wenn man denkt, Plastik schafft. Also ist schon leichter, aber mit dem Schalldämpfer oben drauf. Die ist relativ plastik, wenn man sie auch packt. Ne? Darf ich auch mal? Ja. Ich jetzt bin ich neugierig geworden. Nein, ist sie eigentlich nicht. Also, die ist nicht leicht. Nee, aber die ist auch nicht kopflastig. Also die ist nee, das auch kopflastig ist sie nicht. Ja. Du hast einen Overbarrel-Schalldämpfer, der geht ein Stück über den Lauf drüber. Nee, das ist schon geil, weil manche Schalldämpfer. Ne? Ja. Aber jetzt, wenn du die hast, ich habe jetzt einmal so. Und der Schalldämpfer ist jetzt schon nicht so klein. Ja, es kommt halt auch, wie lang der Lauf ist, ne? Wenn du jetzt. Also die ist relativ gut ausbalanciert, da gibt es mal überhaupt nichts. Wir können nochmal runterschrauben. Lang halt einmal noch. Oh mein Gott, das ist die schwer. Na, die ist schon. Mir passt sie nicht, aber ich bin da zu nah dran, habe ich das Gefühl. Würde mir die wehtun, wenn ich jetzt schieße? Nee, da ist noch genug Abstand. Ja. Schon nah dran, oder? Das geht. Nö, das geht. Aber ja, die ist schon. Die schlägt nicht so reich. Mit dem Schalldämpfer dann überhaupt nicht wahrscheinlich, ne? Gar nicht. Aber die schießt sich dann wahrscheinlich auch butterweich, ne? Mit Schalldämpfer ist halt jeglichen Rückschlag. Ist eigentlich so gut weg. Nicht ganz. Nö, Olli, das ist mir zu hoch. Aber ja. Ja, das ist ja alles Einstellungssache. Das ist ja personalisiert. Das kannst du hinten schnell verstellen. Das machen wir jetzt aber nicht. Das bin ich nicht wert. ich rede jetzt so wissedauerlich. Nicht bloß das Schalldämpfer 300, Waffe. Ja, die kostet auch 5.000 irgendwas. Die kosten nicht mal ganz, 4,5. Du wirst bei 4,5 rauskommen. 4,5 bis 5. Ja, je nachdem, wo du kaufst. Mit dem die kaufst du halt einmal, wenn du so eine als erste Waffe kaufst. Ja, dann bist halt. Du kannst dann mal auf Jagd gehen. Das ist richtig. Aber so wenn du zum Rausgehen, aber du hast halt für eine Drückjagd noch nichts gescheit, sagen wir mal so. Nee. Und das, ist kein Drückjagd. Die kaufst du einmal. Ja. Wobei, die für 6.000 Euro kaufst, das Ding wirst du für 200 Euro kriegen. Oder günstiger. Oder günstiger, ja. Ohne Glas halt, das Glas musst du dann noch drauf passen. Aber ja, das ist einfach so. Wobei, hat mein Lehrer immer gesagt, in der Jagdschule lieber ein billiges Gewehr und ein guter Schütze. Ja, gutes Gewehr und ein schlechter Schütze. Das stimmt. Du musst da wegen ein Faible dafür haben, glaube ich. Ja, aber ich glaube, irgendwie will das doch jeder auch ein bisschen haben, oder? Also ich hätte gerne einen 98er noch im Schrank, irgendwie so, oder? Ja, das ist richtig. Irgendwie ist das so ein Must-Have, finde ich. Also 98er musst du haben. Also wer jetzt kein 98er hat, für euch los, mit. Auf geht's! Die Gun, auf einmal alles leer. 98er musst du haben. Ich sehe schon, die Preise steigen. Ja, die Preise genau wie hier unser Nachfrage Video. Und Angebot, ne? Soll ich wieder? Ja, nimm's mal in die Hand. Ich nimm's mal in die Hände und erzähl mal irgendwas. Vergleichst das Gewicht. Es ist ja kein hochwertiges Gewehr. Was? Der teilt ganz schön aus. Du hast einen Handspanner dran. Die läuft doch total flüssig und alles. Der geht nicht wieder stramm. Wir gehen nicht wieder ran. Genauso. Ja. Da noch drauf drücken gleichzeitig. Ja. Du brauchst eigentlich zwei Hände zum Entspanner, ne? Nö, das geht mit einer. Okay, es geht mit einer. Ganz schön gezittert. Ja, Alter. Was man auch sagen muss, bei der hast du ein Magazin beim. Ja, du hast ein fest verbautes Magazin, das muss halt drin bleiben. Du musst von oben laden. Da nimmst du das ganze Magazin drücken. Raus. Da drücken? Da drücken. Ja, doch. Ja, er hat ein Gewicht, das muss man zugeben. Geht schon stramm, ne? Also den spannst du nicht aus Versehen. Aber ist schön ruhig. Schön ruhig ist er. Das gefällt mir besser. Das ist schön. Das ist schön, das ist sexy, das behalte.
kennen wir auch gleich aus. Naja, das ist halt auch wieder Repetiere mit Handspanne. Ja, rausnehmen aus dem Magazin, das hat er 98 nicht verloren. Im Krieg hast du es nicht raus, da brauchst du, hast du es verloren. Wobei die vor die Amis, die Selbstlader waren ja auch mit, die waren fest verbaut, oder? Hast du auch von oben deine Ladestreifen gehabt, die M1. Clip. Mit Clip, ja, genau. Mit Ladeclip. Also auch wenn wir jetzt ein bisschen drüber lachen und ab und zu mal einen blöden Spruch machen, also wir wissen schon, dass das ein ernstes Thema ist und wir wissen auch, was mit den Dingen anrichten kannst. Ne? Absolut. Aber ein Menge lockerer Spruch gehört schon mal auch dazu. Ja, hallo, wir sind sonst auf der Arbeit. Er hockt ja dort und denkt euch, komm, was will denn jetzt wieder? Wir sind noch nicht auf der Arbeit. Genau, wir sind ja nicht auf der Arbeit. Da waren wir jetzt allein, da haben wir jetzt eigentlich alles gehabt. Uraltes Gerät, topmodernes Gerät und so einfach ein Standard revidieren. Genau. Besonderheit mit Handspanner, das muss man nur dazu sagen. Mhm. Ja, es gibt nur so 98er Systeme, die haben dann auf dem Kolbenhals Nummerlersicherung. Das gibt's ja. Die sind aber auch dann nachträglich meistens neu gebaut worden. Genau. Du kannst noch nicht zumachen. Ja, das zumachen, ist aber ja, typisch für einen Revidierer. Aber das kannst du ausbauen lassen. Auch. Ich finde es aber nicht schlecht. Wenn du Kammersperre hast. Also das ist auch vom Krieg halt nur Relikt, dass du nicht zumachst, genau. Und willst dann auch anschließen. Da ist nichts mehr drin. Also das ist aber ganz typisch, wie gesagt, mit der Sicherung, ja. Wenn er nicht gespannt ist. Naja, das ist ja systembedingt. Ja. Ne? Mhm. Das werde ich nie vergessen, weil ich mich beim Büchsenmacher ganz schön blamiert mit meiner Frau. Der geht nicht mehr auf, der geht nicht mehr auf. Und der war durch schon mal, ne? Was haben wir denn gelernt? Ich sag, Schatz, guck mal weg. Was man jetzt bei dem vielleicht noch sagen kann, das sieht man jetzt da. Da ist die Flügelsicherung abgesägt worden. Das sieht man jetzt da schön. Das ist ja ein wenig Bastelarbeit. Da brauchst du dann schon einen Büchsenmacher, der ein wenig bastelt. Ja. Und ich bin ja mal gespannt, ne? Das sage ich ja immer. Das Ding ist jetzt wie alt, 43er Baujahr. Rechnen wir mal aus. Das sind 70 Jahre, 80 Jahre. 80 Jahre. Ob das Ding in 80 Jahren anders schießt? Das weiß man natürlich noch nicht. Ne? In 80 Jahren werden sie mir aber auch nicht rausfinden. Ja, ob die Materialeigenschaften da so lang sind. Das ist halt die Frage, wie ja, lang schießen dann, die neue Dinge? Ja, so lange sind die ja noch nicht auf dem Markt. Ne? Wenn du überlegst, dein Forsthelm, den sollst du noch 5 Jahre wegschmeißen. Welcher Kunststoff, ne? Ja. Das Ding soll dann 100 Jahre halten. Ne, es ist so. Ja, gut, aber ja. Das ist ja weg. Olli ist auch Kunststofffreund, ne? Hör mal raus. Na, ja, ich für und wieder. Jeder Vorteil ist auch ein Nachteil. Das kostet immer wieder auslegen, wie du willst. Das ist immer dein Spruch, ne? Ist aber so. Wieso? Meine. So auch Handspanner, ne? Nein, ne? Der noch nicht. Da hinten das? Oder ist das die Sicherung? Das ist die Sicherung, drei Stufen Sicherung. Okay. Die gibt es mittlerweile mit Handspannung. Geil. Ist halt ein wenig schwerer, die Handspannung, weil du die Waffe halt spannst. Hm. Mit dem gleichen Hebel. Ja, das ist einfach ein geiles Gerät. Da gibt es mal überhaupt nichts. Hat ein Holzschaft, aber mit Loch. Schichtholzschaft, ja. Verstellbare Backen. Ist auch fast nicht gebraucht, wenn man sieht. Ist halt kein Gaudezug-Repetierer, aber das ist halt ein Schlossgang. Das ist schon. Also ich bin jetzt nicht der Drüjagdschütze, ich kann nicht so schnell revidieren, kannst du es du? Normal schon. Komm mal rum. Ich kann es nicht. Hopp, da gibt es ein paar so Brüder, die sind da sauschnell. Ja, okay. Schneller wie sein Schatten. Schneller geht eigentlich nicht mit dem Repetierer. Ja, es gibt Profis, sag jetzt mal, die sind vielleicht noch ein bisschen schneller. Natürlich. Aber so schnell bin ich auch nicht. Aber das Ding hat einen Schlossgang, das ist ja. Geil, das ist halt... Also. Ah, Direktabzug ohne Druckpunkt oder Abzugsweg eher. Bei dem kannst du ihn noch nicht einstellen. Nein, nee, da ist nichts einstellbar, der geht auch sehr, sehr leicht. Ja? Kann auch alles, was man braucht. Kann alles, was man braucht. Das ist halt der, wo du vorhin in alt hattest, in neu. Genau. So, na ja, und dann haben wir da nochmal ein Revidierer links. Das ist auch ein ganz schön globiges Ding, du. Das ist was für ein Mannsbilder. Das ist was für Männer. Da merkst du halt, ja, da einen guten Schlossgang, das ist in Ordnung, aber da merkst du einen Unterschied. Im Prinzip auch die normale Sicherung. Der hat aber bloß. Du kannst ihn gesichert eröffnen. Das ist geil. Ja. Hast hier der, das ist geil. Mit dem Punkt quasi den kleinen Hebel und dann kriegst du ihn gesichert geöffnet. Und die Waffe hat auch noch eine schöne Besonderheit zwecks der Sicherheit. Wir haben einen französischen Stecher. Also ich mache schon mal wieder zu. Spannend, sieht man hinten und dann. Eingestochen, na, Rückstecher. Jetzt können wir ja den Pinzettengriff aus der Prüfung. Bei dem ist aber schön, man kann auch einfach nur geil aufmachen, dann geht der Stecher wieder raus. Weil, wenn man jetzt draußen ist, sag ich mal, ne, eingestochen, das Jagdfieber. Ja, kalte Finger. Ne, kalte Finger, dann machst du einfach auf und dann ist er entstochen. Das ist cool. Das finde ich ganz besonders bei der Waffe. Also Sicherheit trotz. Obwohl kein Handspanner und was der Geier, ja, ganz normal Sicherung, trotzdem große Sicherheit. Du kannst eine gespannt öffnen und entstechen, ohne dass man an einen Abzug langen muss. Mhm.